Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Cheeky Boink und ich präsentiere euch ein First Look von Chronos Before the Ashes auf dem Kanal von State of Stadia. Und ich freue mich wirklich sehr, das Spiel gab es schon auf Stadia, jetzt aber im Pro-Abo. Und jetzt habe ich gedacht, gehen wir mal ran und ihr habt es euch auch gewünscht auf Twitter und hier auf YouTube. Es ist ein Prequel von Remnant from the Ashes, das gibt es bisher noch nicht auf Stadia. Es ist ein Souls-like und wie wir alle wissen, ich habe so meine Geschichte mit dieser Art von Spielen, aber ja, das soll mich jetzt nicht aufhalten, das Spiel hier mal anzutesten. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und freue mich wie immer gerne über Feedback. Und diesmal auch hoffentlich mit besseren Ton. Tut mir leid, dass es vor zwei Videos recht unbalanciert war, aber das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Wir schauen kurz in die Optionen. Wir haben hier die Sound-Option und wir können den Text einstellen. Ich würde hier auch mal alles auf Deutsch machen. Und was haben wir hier noch? Einmal Controller können wir... Okay, cool. Den könnten wir hier auch noch individualisieren. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir gehen ins Spiel. Ich habe es nur kurz einmal angetestet und ja, ab geht's. Ich wähle mal hier eine Frau. Das ist mein Standardcharakter zwar. Sonst überall und deswegen, ich würde es jetzt auch hier machen. Ich nehme mal... Normalerweise nehme ich ein Schwert, nehme ich eine Axt. Nein. Schwierigkeitsgrad. Erlebe die Handlung und Rätsel mit leichterer Kampfschwierigkeit. Abenteuer eine ausgewogene Schwierigkeitsstufe oder heroisch. Wir nehmen mal das Mittelding. Ich hoffe, das war kein Fehler. Kommt, setzt euch. Hört her. Hört zu. Heute Abend erzähle ich euch eine Geschichte. Über die Vertreibung. Vor langer Zeit war die Welt eine andere. Türme aus Metall und Stein ragten bis in die Wolken. Die Menschen waren frei, versteckten sich nie, fürchteten sich nie. Tausende von uns, Zehntausende. Nicht wie unsere winzigen Stämme. Dann kamen die Bestien. Aus einem der verrosteten Orte. Jagten uns. Trieben uns in die Risse und Spalten. Die Bestien wurden angeführt. Angeführt vom Willen eines Einzelnen. Des Drachen. Er vernichtete unsere Welt. Tut es noch immer von seinem Versteck aus. Du bist die mutigste von uns, meine Kleine. Die klügste. Die beste. Einmal im Jahr, im dunkelsten aller verrosteten Orte, erwacht der große Stein. Öffnet den Weg in die andere Welt, wenn es soweit ist. Schreitest du hindurch, du wirst den Drachen finden. Und du wirst ihn töten. Kann sein, dass du vor Vollendung der Tat wieder hinausgeworfen wirst. Aber du nutzt das Jahr. Wirst stärker, weiser, bis der Stein erneut erwacht. Und dann gehst du wieder zurück, bis zu deinem letzten Atemzug gehst du wieder zurück. Bis der Drache stirbt. Oder du.
Okay, das ist ziemlich interessant. Also das bedeutet im Prinzip, wir werden immer wieder sterben. Aber sobald wir sterben, vergeht ein Jahr. Wir werden stärker und machen das so lange, bis ja entweder wir keine Jahre mehr übrig haben, also selbst für immer sterben, oder aber der Drache stirbt. Das ist ziemlich interessant, weil so eine Alterungsmechanik ist, habe ich bisher noch nicht gehabt oder kennenlernen dürfen. Ich spiele mit dem Controller im Chrome-Browser hier wieder 4K erzwungen über den Codec. Das fühlt sich gut an. Okay, hier machen wir eine Rolle. Sieht auch nett aus. Angriffstaste. Wo ist Blocken? Hier ist Blocken. Mal alles durchgehen hier. Huch! Drücke B, um einen Angriff auszuweichen. Halte B gedrückt, um zu sprinten. Ja. Okay. Das ist das Schnellste, was wir laufen können. Also, wie gesagt, ich finde diese Art von Spielen nicht schlecht. Aber ich bin meistens schlecht darin. Aber hier gab es jetzt keine Fahrstuhlmusik. Ich habe Remnant from the Ashes, also den geschichtlichen Nachfolger, auf dem PC angespielt. Über GeForce Now. Und fand das gut. Warte eigentlich nur, dass jetzt die Reihe komplett auf Stadia verfügbar ist. Schon wieder ein Fahrstuhl. Es ist unfassbar warm hier. Also kaum sind mal ein paar Tage wärmer, brauche ich schon eine Klimaanlage. Das Ingame ist natürlich ein bisschen feucht jetzt hier. Da möchten wir uns nicht beschweren. Okay, hier ist ein Rechner, hier ist ein Stein angeschlossen. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Schauen wir mal, was hier passiert. Axum Serie 980, CPU X8230, 5 MHz, teste interne Systeme. Systemtest fehlgeschlagen. Fehlercode 88. Aktueller Benutzer ist Administrator, kein unbefugter Zugriff. Zugriff verweigert. Notfallabriegelung aktiv. Kann ich ihm ein Passwort eingeben? So, Admin, 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 das ist doch der Klassiker. Was ist euer Passwort? Was ist euer Admin-Passwort? Verrat's mir in den Kommentaren. Ich werde es garantiert nutzen. Grafisch wirklich ansprechend. Ich mag das. Auch so einen leichten Comic-Look. So ein bisschen realistisch, aber auch doch nicht. Kann ich das kaputt machen hier? Ah, lieber nicht. Nachher explodiert's und dann sind wir ein Jahr älter. Naja, Remnant from the Ashes fand ich auch bockschwer. Das vielleicht, wenn ich das dann nochmal. Oh. Das dann nochmal anfange, wahrscheinlich auf einen niedrigen Schwierigkeitsgrad. Was hier passiert. Das so. Oh oh. Oh oh. Ah, was haben wir hier? Ein Schlüssel. Sehr gut, da geht es da wahrscheinlich weiter.
Hab noch gar nicht geguckt, ob es ein Menü gibt. So, hier Stufe 1, Alter 18. Also wir sind jetzt Fischer 18 Jahre alt. Was kann ich hier einblenden? Irgendwas? Info an, aus. Okay, hier bin ich. Das ist unser Schwert. Das Inventar. Und Eigenschaft wird mit 30. Och, guck mal. Wenn wir 80 sind, Eigenschaft wird mit 80 freigeschaltet. Dann lohnt sich es vielleicht jetzt einmal 80 Mal. Der Zeit, dich zu segnen. Tipps, was haben wir hier? Ausweichen, verlassen. Okay. Geh mal hier in den Rechner. Drücke, während du ein Objekt untersuchst, um das Kreismenü zum Verwenden eines Gegenstands aufzurufen. Wähle einen Gegenstand und drücke A, um ihn einzusetzen. Okay, ich könnte hier diesen Schlüssel jetzt nutzen. Das mache ich auch. Der war doch nicht für die Tür. Exim-Serie, das kennen wir schon. Teste System, Systemtest fehlgeschlagen, Fehlercode und so weiter und so fort. Kein unbefugter Zugriff. Ladebootmenü. Ja, da will ich hin. Mainframe-Zugriff. Offline. Okay. Berichte. Datei beschädigt, Datei beschädigt. Aber ein bisschen Bericht haben wir hier. 3. Januar. Die neueste Gruppe von Kandidaten scheint sich besser anzupassen als die vorherige. Dr. Harsgaard hat empfohlen, sie länger als die vorgegebenen 6 Stunden in den Stühlen zu lassen. Er will die Langzeiteffekte auf die Großhirnrinde studieren. Oh, das erinnert mich so ein bisschen an Soma und die Stühle. Falls ihr das Spiel kennt, das ist ein krasses Horrorgame. Soma. Bisher haben wir nur sehr wenige nützliche Informationen von den Träumern erhalten. Ich bin entgegen Dr. Harsgaards Behauptungen immer noch der Überzeugung, dass sie nicht mehr als eine aufwendige Halluzination erleben. Der Bau des neuen Geräts schreitet planmäßig voran. Ford und sein Team waren in der Lage, einige der noch bestehenden Probleme mit Hilfe der Informationen von einem der Träumer zu lösen. Ich bereite ein Team auf den Gebrauch des Geräts vor. Wir haben es liebevoll Abdip getauft. Apparat zur Beförderung durch interdimensionale Portale. Ja, das müssen wir abkürzen. Ich werde einen Bericht über das Ergebnis liefern, sobald das Team zurückgekehrt ist. Station 17 wurde heute in Betrieb genommen. Es wurde ein neuer Kandidat ausgewählt und auf den Stuhl gesetzt. Harsgaard scheint schon jetzt über die Werte erfreut zu sein. Er sagt, sie seien viel stärker als alles, was wir bisher gesehen hatten. Alle anderen Träumer befinden sich im 24-Stunden-Wechsel. Das bedeutet, dass sie derzeit die Stühle nicht verlassen. Es war der einzige Weg, um einige der gesundheitlichen Probleme, die sie hatten, vorzubeugen. Harsgaard hält sie weiter unter Beobachtung. Captain Ford und sein Team sind immer noch nicht von ihrer Expedition mit dem Abdip zurückgekehrt. Na, wisst ihr noch, was die Abkürzung bedeutet? Bis wir wissen, was schiefgelaufen ist, habe ich alle weiteren Expeditionen eingestellt. Automatischer Bericht. Notfallabriegelung eingeleitet. Okay. 1968. So, schau mal. Wir machen mal die Notfallabriegelung deaktivieren. Deaktiviere Abriegelung. Zack. Und was haben wir hier noch? Ausführungsbefehl 13. Was ist das? Fehler. Nicht möglich. Fehlercode 88. Ah, Moment mal. Bla 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 bla. Mainframe geht jetzt. Ah nee, ist offline. Ist immer noch offline. Nun denn. Abmelden. Ich nehme den Schlüssel wieder nicht mit. Speichern. Gerade sagen, vielleicht ist das Bild ein bisschen dunkel. Aber es ist auch verdammt dunkel hier. Ward 16. Geht's hier hin? Okay, also wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Ich versuch's mal hier. Okay.
zu, dann wird uns die Entscheidung abgenommen. Oh, hi! Schon sehr cool, ne? Restricted Area, Keycard Access Only. Ich habe aber keine. Was können wir tun? Das Inventar gibt nichts her. Ich mache sie einfach auf. Okay. Dann muss ich ja zurück. Oder kann ich das einfach zusammenpopeln hier? Also, Inventar. Nicht aufrufbar. Okay. Schneller geht's nun wirklich nicht hier. So, also der Ward ist zu hier. Ah, was haben wir denn hier noch? Auch Keycard Access Only. Öffnen Sie die Tür. So, ja, wahrscheinlich ist jetzt das Spiel schon zu Ende, weil ich hier nicht den Zugang finde. Nein, hier geht's weiter. Hier gucken wir uns jetzt ein Video an. Sieht aus wie so ein... Was ist das für eine... Was ist das für einer? Er sieht ja noch ganz freundlich aus, wenn er die Waffe nicht in der Hand hätte. Ich mach mal auf uns aufmerksam hier. Hey! Siehst du mich? Okay, der sieht mich nicht. Aber sonst kann ich hier auch nichts tun. So, diese Kisten oder sonstigen Gegenstände sind nicht zerstörbar. Verschieben kann ich auch nicht. Und den kümmert's mal so gar nicht, was wir hier tun. Hier in dem Bereich geht es dann auch wirklich nur mit Keycard weiter. Und dann untersuche ich mal, was es hier noch gibt. Vielleicht finden wir ja bei den Kollegen hier noch was. Stecker rein. Eine Keycard haben, hör mal. Guck mal ja nicht durch die Türen. Hier, ne. Da auch nicht. Da nicht, da nicht, da nicht. Vielleicht mit dem Fahrstuhl wieder zurück? Ich kann hier auch nichts aufmachen. Ich gehe nochmal an den Rechner hier. So, also Inventar ist nicht benutzbar. Ich kann mich nicht umschauen. Bootmenü gibt mir keinen Zugriff hierauf. Die Berichte haben wir uns durchgeschaut. Base Control. Notfallabbringung geht auch nicht mehr. Hier geht auch nichts. Ja, das war's. Also mehr kann ich hier wirklich nicht tun. Was da das hier angeht. Der Stecker geht dahin. Lass mal jede Option hier unter die Lupe nehmen. Speichert schon wieder. Das ist ja ganz praktisch, Autospeichern. Mir ist aber aufgefallen, und das schon bei Cyberpunk, dass in letzter Zeit, sobald ein Spiel gespeichert wird, so Mini-Ruckler auftreten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet.
Jetzt echt zurücklatschen hier. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon hattet, aber das ist bei Cyberpunk noch extremer aufgefallen. Und da das jetzt hier auch irgendwie so ist, zumindest bei den letzten Malen hier, finde ich jetzt nicht dramatisch, aber. Du musst jetzt hier die Lösung sein. Systemdiagnose. Teste Uplink. Fehlgeschlagen. Fehlercode 88. Aktiviere lokalen Musterpuffer. Teste Energie. Erfolgreich. Teste AppDip. Warnung. Code 16. Aktivieren wir das mal. Initialisiere. Warnung. Uplink fehlgeschlagen. Aktiviere lokalen Musterpuffer. System in Benutzermodus neu gestartet. Oh yeah. Hier. Ups, komm mal her. Drück mal A. Auswählen. Reisen. Oh, wir können dahin reisen. Was anderes kann ich nicht auswählen. So, dann reisen wir mal. Also ist das quasi mein Hub. Das ist mein Hub, wo ich zu den verschiedenen Orten reise. Kann das sein? Ja, ne? Sieht so aus. Was ist da? Was ist das? Das sieht sehr komisch aus. Auf damit. Oh, aha. Also R1 Standardangriff, R2 schwerer Angriff. Und halten für einen geladenen schweren Angriff. So, so oder so. Ich greife den mal so an. Hat nicht geklappt. Zack, direkt auf die Mütze gekriegt. Okay, also. Verstehe. Also wichtig, Combo aus Angriff und Blocken. So, das ist das 101. Wir testen es aus, ob es hier besser klappt. Also einmal auf der Mütze. Blocken. Mütze, blocken. Oder so. Okay. Was haben wir hier? Hast du das Wehklagen in der Nacht gehört? Ich glaube, der Zyklop trauert mehr um den Verlust als der König selbst. Wehe uns, wenn diese Trauer in Zorn umschlägt. Oh oh. Der Zyklop. Was haben wir hier? Dieses Kristallherz durchströmt das Lebensblut des Drachens. Drücke Y, um bei Verletzungen das Herz zu verzehren und deine Gesundheit wiederherzustellen. Alles klar. Ich bin zwar angeschlagen, aber das sollten wir jetzt jetzt vielleicht noch nicht tun, sondern erst gleich, wenn der mich angegriffen hat. So, jetzt hat er mir, glaube ich, gerade das Blocken erklärt. Ich habe es weggedrückt. Das Betreten des Tempels ist auf Geheiß des Königs verboten. Jegliche Arbeit ist sofort und ohne Ausnahme einzustellen.
So, ich wäre auch da hochgeklettert. Ich gehe erstmal zu dem hier. Der hat schon. Was hat er denn da? Oh, der schießt auf mich! Was ist hier los? Eieiei. Ein Fernkämpfer, okay. Also Kontrolle wirkt für mich herrlich direkt, das ist gut. Okay, kann man wirklich hier nichts einsammeln? Was ist das hier? Das sieht aus, als könnte man das kaputt machen. Nicht mit dem Schwert, aber mit irgendwas anderem. Drücke R3 in der Nähe eines Gegners, um ihn zu erfassen. Nutze die R-Taste, um hin und her zu schalten. Okay, also ich mache das mal testweise. So, und ich renne mal weg. Oh nein, weg, weg, weg. Nicht so geklappt. Wenn die Gesundheit deines Charakters niedrig ist, fängt er an zu hinken und du hörst in gewissen Abständen einen Herzschlag. Ja, okay. Nee, nee, alles gut. Ah, das Erfassen hat natürlich den Vorteil, dann sehen wir die Lebensenergie vom Gegner. Okay, wir üben ja noch. Wir üben noch. Hier im Inventar sehen, wie viel ich habe. Also einen habe ich jetzt, ist klar. Okay. Kann ich das dann auffüllen, ne? Aha, hey, geht die Holzkiste doch kaputt? Nope. Also eins von eins, links steht's ja. Eins von eins, Blindfisch. Oh, da hat sich einer versteckt. Fiesling. Dein Charakter hat eine neue Stufe erreicht. Bei jedem Stufenaufstieg erhältst du mehr Attributspunkte, die zum Verbessern deines Charakters verwendet werden können. Drücke diese Taste, um das Charaktermenü zu öffnen und deine Attributspunkte zu verteilen. Okay. Hab ich getan. Ich habe zwei Attributspunkte und könnte die jetzt hier verteilen. Wir haben einmal Kraft. Wie schnell und geschickt du bist, ist unerheblich, wenn du deine Waffe nicht ordentlich heben und schwingen kannst. Das stimmt. Absolut. Je mehr Kraft du hast, umso mehr Schaden verursachst du mit Waffen, die auf Kraft angewiesen sind. Geschick. Viele Waffen erfordern anstelle von simpler Rohrgewalt Geschwindigkeit, Gewandtheit und Geschicklichkeit. Je höher dein Geschick ist, umso mehr Schaden kannst du mit solchen Waffen verursachen. Okay. Arcanum, Schritt für Schritt öffnet deine Erfahrung mit der Macht des Drachen deine Augen gegenüber dem geheimen Uhrwerk des Universums um dich herum. Während dein Wissen wächst, siehst du die Welt immer mehr in einem anderen Licht und du kannst den Drachenstein immer größere und mächtigere Effekte abgewinnen. Gewinnen. Nee, doch abgewinnen. Der Zustand deines eigenen Körpers spielt eine wichtige Rolle bei der Reise durch das Tor des Weltensteins. Wenn du zu viele Wunden erleidest, kehrst du schwer angeschlagen zur Erde zurück und hast keine andere Wahl, als das verstreichende Jahr zur Heilung zu nutzen. Okay. Also, vielleicht sollten wir hier einmal das nehmen und ich würde es auf Kraft anwenden. Damit bin ich fein. Geschickverbundenheit 1,5, Schaden plus 1. Gut. Okay. Habe ich verstanden soweit. Ich kann schon verstehen, warum die meisten von euch gesagt haben, ja, wir wollen das Spiel sehen, denn heimlich ging es ja auch mir so, obwohl MotoGP habe ich heute auch einmal angespielt und es ist bockschwer, aber gut. Bockschwer, aber gut. Nicht sehr arkadisch ist es, ist es nicht. Würde es eher in Richtung Simulation einordnen.
Aber probiert's mal. Wir spielen das sicherlich auch noch mal im Rahmen der Cloud Play Lounge. Und dann gibt's da sicher auch einige lustige Momente, wie wir es mit Formel 1 hatten. Das war wirklich sehr, sehr toll, mit euch da zu fahren. Mein Gott, die sind aber auch versteckt hier. Geh weg! Aha. Da geht's lang. Gibt's hier eine Karte? Hallo? Karte, ich hätte gerne eine Karte. Ich wüsste gerne, wohin es hier geht. Ich muss mir das merken. Okay. Wenn ich mir etwas merken muss, dann. Ist halt immer suboptimal. Ah, wir haben hier quasi eine Abkürzung freigeschaltet. Da sind wir vorhin gerade lang gelaufen. Und hier ist jetzt die Abkürzung. Schön. Diesmal kein Mikroruckler. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Dann ist es vielleicht in der Engine oder vielleicht nur Zufall gewesen, dass es hier geruckelt hat beim Speichern. Bin gespannt, was die Grafikanalyse ergibt. Also jetzt, ich könnte mich jetzt nicht beschweren, nur vom rein gucken. Glaube aber nicht, dass es 60 FPS sind. Ich glaube, das ist eine dynamische Bildrate. Aber das macht den Spielspaß jetzt hier für mich. Da ist einer, das ist witzig. Ich sehe nur die Augen. Da ist er nämlich. Ich hätte gerne hier so eine Fackel wäre cool. Die hole ich mir jetzt hier. Bestimmt. Oder? Verbrenne ich mich hier? Das muss doch wehtun, oder? Jetzt zumindest unten einmal diese Feuerwand aus. Schade, dass ich hier nicht gucken kann. Kann sich einer von euch eigentlich noch daran erinnern, wie man Leitern hoch und runter geklettert ist in früheren Spielen? Ich weiß, ja, ich bin alt, aber das war immer ein Krampf. Mittlerweile funktioniert das echt gut. Tja, jetzt könnte ich hier lang gehen. Und zurück, aber. Macht ja auch keinen Sinn, deswegen wir gehen weiter. Ich weiß nicht, warum ich so schreckhaft geworden bin. Es muss eine Resident Evil Village liegen. So, hier falle ich nicht runter. Das probiere ich auch nicht. Also es hat, ich weiß nicht, ob ich es reproduzieren kann. Irgendwie auch nicht. Es hat leichte Performance, Einbrüche, die merke ich. Ich weiß nicht, ob man es sieht im Video. Ich glaube, YouTube, gleicht diese Differenzen gut aus. Aber ich spüre es schon. Dass die Frame jetzt teilweise runtergeht. Ist nicht massiv, aber. Nein, 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 geh weg. Komm. Gut, das haben wir nochmal gerettet. Aber. Oh! Mensch. So, warte mal. So, markieren. Jetzt. Nein! Gib mir das Herz! Mein
Mein Gott, aber knapp, Cheeky. Wäre mir ein bisschen zu früh gewesen. Ja, hier geht's nicht lang. Das Tor ist zu. So, wäre der Firefox jetzt hier, würde ich das mit ihm zusammen hochklambüsern. Machen die da Kampfübungen? Was hat der für ein geiles Schwert? Ja, nicht wirklich Schwert, ne? Aber Stock mit Klingen dran. Hi! Hallo! Ibims! The Cheeky! Hinter jeder Tür kann der Tod lauern. Das Kästchen ist mit detailreichen Abbildungen von Drachen verziert. Ein derart hochwertig verarbeiteter Behälter muss entweder etwas Wertvolles oder Mächtiges enthalten. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ich guck mal im Inventar. Kann ich das hier irgendwie kombinieren, könnten wir? Oh, ein versteckter Schatz. Dieser schimmernde Splitter aus Stein scheint von deinen Waffen angezogen zu werden. Wähle eine Waffe in deinem Inventar und drücke X, um sie zu verbessern. Kombinieren. Kann ich das jetzt so? Drachensplitter. Verbessern. Nein. Da. Eisenschwert plus 1 Schaden. Ich möchte das. Warum geht das nicht? Ich brauche 3. Okay. Ach so. Verstehe. Könnte ich das jetzt auch mit dem Drachenherz kombinieren? Nein. Okay. Also ich brauche 3 Stück davon. Dann kann ich meine Waffe aufwerten. Nimm dies als Bezahlung für meine Schulden. Ich habe keine Verwendung dafür und nach dem letzten irrsinnigen Erlass des Königs, alle Splitter sollen der Krone übergeben werden, ist es mehr Bürde als Segen. Verstanden. Gehen wir mal zu dem freundlichen Herrn dort draußen. Aber erst, wenn er sich umdreht. Oh, der kann auch blocken. Mit ein bisschen Übung geht das. So, hier sind 2. Den würde ich gerne anlocken, irgendwie. Oder schnappen wir uns erst den Fernkämpfer? Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich lock den mal eben so an. Ah, das geht. Der ist heiß. Okay, und dann kann ich mir jetzt den Typen da hinten schnappen. Normalerweise wäre ich jetzt der Typ Granate und Rolle Angriff. Das kann ich hier nicht bringen. Was ist das hier? Okay, da geht's runter. Also schaue ich mir erstmal hier an, was hinter der Tür liegt. Oh. Freund oder Feind? Ist das ein Freund oder ein Feind? Hallo! Ein Freund. Menschen wie dich habe ich noch nie gesehen, Fremde. Wir leben in so düsteren Zeiten. Kein guter Zeitpunkt, um so fern von seinem Heimatland umherzuwandern. Ich möchte auch dringend wieder zurück. Was führt eine Fremde in diese verlassenen Hallen? Ich bin gekommen, um den Drachen zu töten. Den Drachen töten? Ein hoffnungsloses Unterfangen.
Vor allem nach der tragischen Auseinandersetzung zwischen dem König und dem Zyklopen. Da kannst du dich auch gleich selbst auf dein Schwert stürzen. Nein. Wer ist dieser Zyklop? Unser Beschützer. Das war er zumindest, bis der König ihn verraten hat. Nun sitzt der Zyklop nur noch grübelnd da und plant seine Rache. Die Krell kümmern ihn nicht mehr. Was ist geschehen? Aber diese Geschichte ist zu lang. Tatsache ist, dass der Zyklop die schönste Tochter des Königs zur Frau nehmen wollte. Doch sie starb. Und schuld daran war der König. Jetzt ist der König dem Wahnsinn anheimgefallen. Er versteckt sein Gesicht vor der Welt. Auf Wiedersehen. Hör zu, Blassgesicht. Diese heuchlerischen Priester haben mir mein wertvollstes Stück gestohlen, damit einen falschen Zyklopen zu erschaffen. Das ist reine Götzenverehrung. Aber der verfluchte, abscheuliche Golem, den sie erschufen, ist zu mächtig, als dass ich es mit ihm aufnehmen könnte. Wir könnten eine Waffe bekommen. Wenn du mir das Auge des Golems bringen könntest, würde ich damit eine Waffe schmieden. Eine Waffe, die ich dir schenken würde. Wie ich es befürchtet. Okay, also das besorgen wir ihm natürlich, wenn wir dafür eine Waffe geschenkt bekommen. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel hier wirklich sehr. Wir spielen noch 2-3 Minuten. Aber ich, so als Fazit würde ich sagen, holt euch das Spiel. Also, jetzt, ob ihr jetzt es gekauft hättet oder jetzt mit dem Pro-Abo mitnehmt, ich glaube auch mit dem skalierenden Schwierigkeitsgrad, dass ihr hier noch eine Stufe runtergehen könntet oder eine Stufe hoch. Das ist dann auch wirklich kein Problem, auch für Anfänger. Allein schon die Portierung ist wirklich sehr gut. Wir haben auch keine Musik im Hintergrund, das wäre jetzt das, was mir jetzt so auffällt. So leichte Framerate-Einbrüche, ja, aber auch nicht dramatisch. Die Übersetzung ist sehr gut. Und irgendwie motiviert mich die Story und so an sich das ganze Setting hier weiterzuspielen. Also ich bleibe auf jeden Fall dran. Und auch die Mechanik mit, wenn du, also nicht nur dieses stumpfe, ich sterbe, komme wieder, sondern, und werde halt immer stärker dann mit der Zeit, sondern in dem Fall, ich werde älter und kann dadurch dann, wo haben wir es denn? Kann dadurch dann hier auch noch extra Eigenschaften freischalten? Das ist schon ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie sich das dann entwickelt. Okay, der ist ein bisschen sehr aggro. Wenn du das Ganze aufnimmst oder streamst, dann ist das nochmal besonders anspruchsvoll, weil du willst ja auch zeigen, dass du es drauf hast. Hier ist gar nichts, oder? Keine Augen? Nichts. Speicherpunkt. Ich habe auch keine Energie mehr, die ich auffüllen könnte. Vielleicht finden wir ja noch was. Um die Ecke lugen. Da sind zwei. Guck mal, den einen. Oh, das ist. Mist, das ist aber echt. Ich bin hier so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Da noch so ein Schwert. Stocktyp mit... Ich weiß, du kannst selber blocken. Das machst du echt gut. So, jetzt kommt's drauf an. Chiki oder Monster? Ach. Und ein Level abkassiert.
Sehr schön. Oh, die Aussicht ist gut. Wow. Wir können bis in den Nebel da hinten sehen. Schön. Mal fix hier runter. Ist da schon der Golem? Aber auf jeden Fall ist hier ein Speicherpunkt. Und ich glaube, dass das für den ersten Eindruck schon mal ausreichend ist. Meine Daumen hat das Spiel. Und gebt dem Ganzen eine Chance. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Schauen wir mal, ob wir wieder eine Umfrage machen oder wir uns ein neues Spiel aussuchen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was veröffentlicht wird und wie wir Zeit haben oder ob wir gerade Aufnahmen haben. Das kann natürlich auch sein. Oder vielleicht kommt ein Podcast dazwischen. Ja, manchmal ist die Woche auch ziemlich pickepacke voll. Deswegen teilen wir uns das ja sowieso so ein bisschen auf. Aber ich freue mich, dass unsere Videos bei euch so gut ankommen. Und deswegen ist euer Feedback auch immer sehr, sehr, sehr wertvoll. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Schaut mal bei Cloudplay, rein. Alle 2 Wochen. Die nächste ist am 1. Juni. Das ist jetzt bei Standaufnahme heute. 20.30 Uhr fangen wir an. Dann wieder in 2 Wochen kommt die nächste Folge. Und ja, da freue ich mich auch immer sehr über eine rege Teilnahme. Wie gesagt, schönen Tag, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Euer Cheeky Boink aus State of Stadia. Tschüss. Daumen hoch. Ist ein gutes Spiel. Mensch, auch nicht nur im Pro-Abo.